Die Top-Sensation steht an. Canon arbeitet an einer spiegellosen Vollformatkamera unter 800 US-Dollar. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Viel Spaß. Ja, das ist wirklich eine Preisansage von Canon. Eine spiegellose Vollformatkamera und das unter 800 US-Dollar. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Geplant ist diese Kamera nicht 2021, sondern erst im nächsten Jahr, im Jahr 2022. Da wird die Kamera im Laufe des Jahres gelauncht werden, das heißt auf den Markt kommen. Es gibt schon sehr lange Überlegungen eigentlich aller Kamerahersteller, eine spiegellose Vollformatkamera zu bauen und anzubieten unter 1000 US-Dollar. Bislang hat es aber noch keinen Kamerahersteller gegeben, der das wirklich gemacht hat. Was sind heute eigentlich die Kameras, die unter 1000 US-Dollar oder 1000 Euro kosten? Sicher keine Canon EOS R5, das ist klar. Aber wenn ich bei Canon anfangen darf, gibt es heute am Markt wirklich für Einsteiger drei spiegellose Vollformatkameras, nämlich die Canon, die kleine Schwester, die Canon RB mit einem Preis von rund 990 Euro, dann die Nikon Z5, die hat einen Preis von rund 1200 Euro und schließlich und endlich als dritter im Bunde die Sony A7 II. Ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn ich eine von diesen drei Kameras empfehlen könnte für Einsteiger, dann ist es nicht die Sony A7 II. Sie hat mir ja schon damals nicht gefallen, als sie auf den Markt kam. Der Autofokus ist extrem schlecht. Die Bedienbarkeit über kleine Tasten und das Menü, also wirklich kann ich nicht empfehlen. Und vor allem, weil der Akku so grottenschlecht ist. Wer kennt nicht die alten Sony-Akkus, bevor die 3er-Serie kam und oder die auch in APS-C-Kameras wirkten? Diese Akkus sind wirklich extrem schlecht und man muss immer 3, 4, wenn nicht 5 Reserveakkus mithaben, wenn man auf Tour ist, und das ist nicht zu empfehlen. Empfehlen kann ich wirklich die Canon EOS RB. Sie ist wirklich leicht zu bedienen und man kann wirklich mit dem Canon-Adapter, der es ermöglicht, nämlich EF und EFS-Linsen auf R-Kameras zu montieren, empfehlen, und man hat dann wirklich eine große Objektivpalette. Die Sony ist zwar die bessere Kamera, aber wie gesagt, von der Bedienung her nicht zu empfehlen. Die Nikon Z5 empfehle ich deswegen nicht, nämlich sie ist einfach zu teuer. Um diesen Preis kann ich eigentlich schon eine Nikon Z6 kaufen. Also wie gesagt, auf diese Einsteigerkamera im spiegellosen Segment wartet jeder schon länger. Sony-User wollen auf jeden Fall auch mal eine Sony A5 sehen, die vielleicht preislich darunter liegt mit einigen Einschränkungen, aber bis dato ist noch nichts passiert. Im Zusammenhang mit dem Einstieg in den spiegellosen Vollformat-Kameramarkt stellt sich die Frage, warum APS-C und warum Vollformat und wie ist das Ganze zustande gekommen? Da muss man etwas in der Vergangenheit kramen, um hier diese Antwort zu finden. Es sieht nämlich so aus: Damals, als die analoge Fotografie so gut wie gestorben ist, gab es einen Vollformatsensor in den Kameras, nämlich Film mit 24x36 mm. Und natürlich wollte man, als man einstieg in den digitalen Kameramarkt, für die ganzen User das Feeling gleich lassen und hat einen Sensor, einen Vollformatsensor gebaut, der die gleiche Größe hatte wie Film, also Vollformat, Fullframe. Dann kam man ziemlich schnell drauf, dass die Produktion dieser Vollformatsensoren sehr, sehr teuer ist. Und darum hat man dann einen APS-C-Sensor entwickelt, der ungefähr halb so groß ist, mit all den Schwächen, die man kennt. Nicht so eine gute Low-Light-Fähigkeit, ein Crop-Faktor, den man verwendet, das heißt eine Brennweitenverlängerung von 1,5 bis 1,6, und mit all dem musste man leben. Aber eines konnte man mit diesen APS-C-Kameras erreichen, dass die Kameras nämlich günstiger wurden. Und dann hat sich was herausgebildet, was jeder kennt. Man sagte, okay, APS-C-Kameras sind für Einsteiger, für Amateure und für Enthusiasten. Aber
Vollformatkameras, die sind den Profis vorbehalten. Das stimmt natürlich nur eingeschränkt. Man kann mit jeder Kamera gute Fotos machen und eine APS-C-Kamera ist auch für Wildlife bestens geeignet, weil mit diesem Crop-Faktor habe ich eine längere Brennweite. Aber im Großen und Ganzen war es so. Vollformatkameras und deren Objektive waren und sind aber einfach teurer. Und jetzt haben die Kamerahersteller sich überlegt, im Endeffekt macht es doch wenig Sinn, zwei Schienen zu fahren, APS-C und Vollformat. Ich brauche zweimal Entwicklungen, vielleicht zweimal verschiedene Produktionen und im Endeffekt ist es teurer für den Kameramarkt. Dazu kommen die vielen Digitalkameras in den Handys. Die Handys werden diesbezüglich immer besser, der Markt wird immer kleiner und bald schon wird sogar Leica einen 1-Zoll-Sensor im ersten Leica-Handy in einer Kooperation mit Sharp auf den Markt bringen. Das heißt, die Kameraindustrie setzt auf bessere, auf qualitativ teure natürlich auch Geräte, um hier nicht ganz am Boden zu verlieren und dass die Margen und die Umsätze nicht ganz in den Keller fallen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Strategie darauf hinausläuft und das glaube ich auch, dass künftig Vollformat die Szene beherrschen wird, sowohl bei den Amateuren als auch bei den Profis. Und dass Vollformatkameras wesentlich größer und teurer sind als APS-C-Kameras, das stimmt im Endeffekt auch nicht mehr. Erstens könnt ihr bei den Objektiven zurückgreifen mit Adapter auf ältere Objektive, das heißt Canon-Objektive oder Nikon-Objektive, die schon einige Jahre alt sind, aber von der optischen Qualität nach wie vor top, kann man relativ günstig erwerben. Und auf der anderen Seite, wenn man sich die neuen Kameras ansieht, seht euch die Sony-Serie an, eine Sony A7, R4, R3 oder wie sie auch immer heißen, ist nicht größer als eine alte Canon oder Nikon Profikamera, ganz im Gegenteil. Und dieser Einwand, dass Vollformatobjektive wesentlich teurer sind, das stimmt nur eingeschränkt. Wenn ich etwa Canon hernehme, haben die einige Vollformatobjektive für das RF-Format auf den Markt gebracht, die relativ günstig sind. So zum Beispiel das 50mm, das kostet zurzeit rund 200 Euro, das 35mm 1,8 und 550 Euro, das 85er Canon, ich glaube Lichtstärke 2, kostet auch bei 700 Euro und dann gibt es natürlich noch von Canon dieses Tele-Objektiv, diese 800mm mit Lichtstärke 11, ein echtes Wildlife-Objektiv und das ist auch relativ günstig, um rund 900 Euro schon zu haben. Jetzt gehen wir darauf ein, was wird diese Kamera, die 2022 von Canon auf den Markt kommt, gelauncht wird, welche Spezifikationen wird sie mitbringen. Also, ganz klar ist einmal, diese Kamera ist für Einsteiger gedacht und nicht für Profis. Das muss man mit aller Deutlichkeit einmal sagen. Oder für diejenigen, die auf die digitale Fotografie umsteigen wollen, schon einen ausreichenden Canon Objektivfuhrpark haben und mit Adapter ihre ganzen Objektive an der neuen Kamera verwenden können. Ja, zum Preis der Kamera. Wie gesagt, wird die Kamera einen Marktpreis von rund 800 US-Dollar haben und in 2 Jahren, das heißt 2 Jahre nach dem Erscheinungsdatum 2022, im Jahr 2024 wird sie rund 600 Euro kosten. Das ist grundsätzlich die Preisgestaltung, wie sie alle Kamerahersteller durchziehen. Der Sensor der Kamera. Die Kamera wird einen 20 Millionen Pixel Sensor haben, nehme ich an. 20 Millionen Pixel Sensor mit keinem überragenden Dynamikumfang, auch kein rückseitig belichteter Sensor, aber ein Sensor, mit dem der Einsteiger und der Amateur die meisten Lichtsituationen meistern kann, zudem auch die Nachbearbeitung, die Bildbearbeitungsprogramme immer besser werden. Also das ist vollkommen ausreichend, also ein solider 20 Millionen Pixel Sensor, aber nicht einer, der zum Beispiel in der Canon R6 oder auch in der Canon 1DX Mark III wirkt. Das wird es nicht sein, aber ein solider Sensor. Dann wird die neue Canon, sie wird höchstwahrscheinlich Canon RC heißen, auch einen Monitor haben, so einen Flipscreen, wobei man auch dann Selfies machen kann, also der wirklich bei den meisten Leuten auch für Video zur Verfügung steht. Video wird zwar 4K sein, aber man vermutet 4K gekroppt mit 30 Bildern pro Sekunde.
Die Kamera wird höchstwahrscheinlich keine Sensorstabilisierung haben, aber das ist nicht so ein großes Problem, da die meisten Canon RF-Linsen sowieso stabilisiert sind. Das heißt, bei schlechten Lichtverhältnissen oder auch bei Videos kann man dann auch einiges aus den Bildern bzw. aus den bewegten Bildern rausholen und beim Fotografieren die eine oder andere Blende auch gewinnen. Die Kamera wird, wie ich annehme, auch nur einen Kartenslot haben, nämlich einen SD-Kartenslot. Das ist bewährt, eine SD-Karte, und ist auch relativ günstig, also wirklich angemessen für eine solche neue Kamera. Sie wird Bluetooth und Wi-Fi an Bord haben, um die Daten auch drahtlos ans Handy oder auch an das Notebook zu senden. Was vielleicht eine der größten Einschränkungen sein wird, ist, die Kamera wird keinen elektronischen Sucher haben. Das ist für mich natürlich ein Problem, aber für Leute, die eine Canon RC kaufen werden, das sind Leute, die vielleicht von der Handyfotografie kommen oder von billigen Kompaktkameras, die fotografieren meistens so mit dem Monitor aus der Hand und die brauchen dann natürlich keinen elektronischen Sucher. Sie wollen eine Kamera, die nicht allzu teuer ist, die leicht ist, die man im Urlaub mitnehmen kann, mit der man praktisch vloggen kann und tolle Fotos machen kann. Einfach eine Kamera, die Spaß macht. Welche Spezifikationen die Kamera dann wirklich haben wird, das werden wir 2022 sehen. Wenn euch die Kamera interessiert, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt den Daumen hoch und vielleicht mir auch ein Abo, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch wie jede Woche gut Licht, passt gut auf euch auf, ciao, baba, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.